Bei mir zu Gast ist heute Yvonne. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Sie ist Serviceleiterin in drei indischen Restaurants. Was mich bei dir immer fasziniert, ist, dass du so viel gleichzeitig machen kannst. Ganz wichtig, ein großer Kalender, wo alles drinsteht, wann ich an welchem Tag in welchem Restaurant sein muss, wo ich welche Absprache für welches Catering machen muss, um welche Uhrzeit, welcher Dienst ich habe, welche Mitarbeiter gerade ausgefallen sind, wo ich einspringen muss. Es fällt immer was aus, kommt immer was dazwischen. Was passiert hat. Also krank wird jeder, Kinder werden krank. Da kann man nichts machen. Das muss man nehmen, wie es ist. Und da hilft bloß machen, nicht drüber nachdenken. Also gar nicht erst in Panik geraten, nee. Oder auch innerlich lamentieren, ne? Oder äußerlich sogar sich beschweren, sondern einfach anpacken. Wenn ich lange drüber nachdenke, also einfach los und machen. Also nicht irgendwie drumherum lamentieren. Und in den Restaurants ist ja immer voll und viel zu tun. Du musst ja die Mitarbeiter anleiten. Na, das ist eher so eine schwierige Angelegenheit und erfordert viel Geduld. Weil die Mitarbeiter meistens keine Deutschen sind, muss man schon viel Zeit investieren, um denen zu sagen, worauf kommt es an? Immer freundlich sein und bitte manches auch runterschlucken. Wie meinst du das mit dem Runterschlucken? Es gibt auch Gäste, denen man manchmal Dinge sagen möchte, die man nicht sagen darf. Ist generell das ein guter Weg, wenn man so mit den Mitmenschen klarkommen will, dass man eben nicht alles raushaut, was einem nicht passt und gefällt? Ja, das ist der beste Weg überhaupt. Und jetzt in diese Zeit mit den vielen Krisen, wie kommt man am besten insgesamt klar, was willst du raten? Auch immer ein bisschen das Gute in den anderen Menschen sehen. Nicht jeder will einmal Schlechtes.